Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Wochenbotschaft der Engel und zwar vom 8. bis zum 14. März. Und wenn du das erste Mal hier bei mir gelandet bist, dann herzlich willkommen. Mein Name ist Wiebke Gottschalk und ich bin spiritueller Coach und begleite dich dabei, ja, deine spirituellen Talente zu entfalten, deine Bestimmung zu finden. Ja, und natürlich auch gebe ich in meinen Ausbildungen mein ganzes Wissen weiter über die Energiearbeit. Ja, und an alle treuen Abonnenten, die immer dabei sind. Ja, ganz, ganz lieben Dank für dein Vertrauen. Ja, und wir haben nächste Woche zwei Portaltage, einen am 9. und einen am 12.3. Und wenn du möchtest, schau dir gerne auch das Portaltage-Orakel dazu an. Da habe ich für jeden Tag auch eine Energiearbeit gemacht mit den neuen Diamanten, mit meiner neuen Energieplatte und für jeden Tag gelegt. Also schau es dir gerne nochmal separat an. Ist sehr, sehr wertvoll, die Information in diesem Video. Ja, und dann würde ich sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Karten für die nächste Woche. So, ihr Lieben, und heute haben wir mal einen anderen Tisch. Ich habe mal einen anderen Tisch hier hingestellt, weil der andere immer recht klein war und auch immer in der Mitte dieses Loch hatte. So kann man viel mehr draufstellen und ja, mehr Karten auch hinlegen. Und auch mehr Pyramiden, wie ihr seht. Ja, ich habe mal die Raphael-Pyramide in die Mitte gemacht. Mit der möchte ich nachher auch noch eine Energiearbeit machen. Da dürft ihr euch auch noch eine persönliche Frage stellen. Und ja, dann legen wir mal los. Und zwar habe ich auf der rechten Seite diesmal eine kleine Orgonitrose hingelegt. Ja, das ist auch die, die es jetzt im März im Energiekreis gibt. Genau, die bekommt ihr zugeschickt für den Energiekreis. Der ist auch Ende März, 25. bis 31. Ihr habt schon gedacht, ich werde keinen machen, weil ich mal ein bisschen verspätet war mit dem Einstellen. Aber es gibt wie gewohnt jeden Monat immer um den Vollmond rum einen Energiekreis. Und diesmal haben wir das Thema Liebe und Selbstliebe ganz, ganz wertvoll. Und alle Teilnehmer, die diesmal dabei sind, die können einen Erzengel-Michael-Kristall gewinnen. Ja, dafür müsst ihr bei der Glücksübung mitmachen. Und da geht es darum, ein bisschen kreativ zu werden diesmal. Also es geht darum, dein Herzchakra zu malen, also so wie du das wahrnimmst. Ja, ist natürlich keine Pflicht mitzumachen, aber alle, die Lust haben, können natürlich gerne dann an der Verlosung teilnehmen. Ja, und auf der linken Seite haben wir den türkisen Diamanten. Der ist auch in dem neuen Diamantenset dabei. Und ja, ich finde den wunderschön. Das ist meine Lieblingsfarbe. Er steht für Erzengel Haniel. Ja, also ist Erzengel Haniel auch bei euch an der Seite in der kommenden Woche. Ja, entscheide dich ganz spontan aus dem Bauch heraus, welche Seite für dich die stimmige Seite ist. Ja, und ich habe uns eine Kerze hingestellt mit ein bisschen Weihrauch. Das ist auch ganz, ganz angenehm. Vielleicht räucherst du auch zu Hause. Und ich habe das sonst immer auch mit Räucherkohle gemacht. Aber wenn man das mit einer Kerze macht, ist das auch ganz angenehm und macht natürlich nicht so viel Qualm wie das andere und macht eine ganz, ganz feine Energie im Raum. Ja. Und ich denke auch, man spürt das auch energetisch. Ne? Wenn ich jetzt für unsere Wochenbotschaft das räuchere, dann
geht es auch darum, dass ich damit die Energien so ein bisschen reinige für uns alle für die kommende Woche. Ja, so empfinde ich das gerade. Und ganz schöne Energie und auch sehr, sehr angenehm der Duft. Ne? Ja, und dann entscheidest du dich einfach ganz spontan für deine Seite und ich starte mal mit der Kollektivbotschaft. Und da habe ich diesmal eine Elohim-Karte gezogen und welcher Farbstrahl uns in der kommenden Woche begleiten darf. Und das ist der Aquamarine-Strahl der Elohim. Und da ist die Botschaft: Ich erfinde mich neu. Alles gelingt mir mit Leichtigkeit, ja. Also es geht jetzt wieder in eine Leichtigkeit in der kommenden Woche. Und wenn du vielleicht in letzter Zeit so eine Schwere gefühlt hast oder du hast gedacht, boah, das ist alles so ein bisschen schwierig, dann kommt jetzt wieder mehr Leichtigkeit rein. Ich bringe dir die Magie. Ich helfe dir, in deine kindliche Neugier zurückzufinden und dein inneres Kind wird dieses Licht lieben. Du kannst zu dir stehen und dich klar und deutlich ausdrücken. Ja, also wenn du in der kommenden Woche nochmal irgendwas klar sagen musst, kommunizieren musst, dann wirst du kein Problem mehr damit haben. Ja, die Karten sind übrigens größer, das sind die Probedrucke. Die sind in dem kleinen Format und ich habe hier unten auch noch was verändert, dass man das besser lesen kann. Und es gibt jetzt doch noch ein energetisches Werkzeug dazu. Die Feen und die Elfen, die haben mich noch dazu genötigt. Ja, das fing ja auch mit dem Kartenset an vor Monaten eigentlich schon fing das an, dass sich eine Elfe gezeigt hatte, dass ich wirklich dieses Kartenset auch starten soll mit den Erzengeln, Elohim-Strahlen. Dann kamen noch die Meister dazu, wo ich die Erzengel-Michael-Pyramide in der Hand hatte. Dann war der El Moya gerade da und so hat sich das entwickelt. Und jetzt möchten die Feen noch ein Werkzeug haben und es wird auch zu diesem Kartenset wieder eine Maya-Pyramide geben. Aber ganz anders diesmal. Ja, also ihr könnt euch schon auf das Kartenset freuen. Aber es dauert noch so ein bisschen, also ich denke mal so 2 Wochen wird es noch dauern. Ja, und dann starte ich mit der linken Seite. Und wenn du dich dafür entschieden hast, dann starte ich mal mit dem Erzengel, der dich oder der euch begleitet für die linke Seite. Und das ist Erzengel Haniel. Wunderbar. Ach, das war jetzt Zufall. Ich habe den Kristall wirklich da. Ich habe mir die Karte vorher nicht angeguckt, also schaut mal, wie das wieder geführt ist. War jetzt tatsächlich Zufall, ist doch Haniel. Ja? Ja, ist Haniel. Witzig. Also da ist nochmal der Beweis, dass der Erzengel Haniel an eurer Seite ist. Und der hat die Botschaft für dich. Ich nehme es mal zu mir, dann kann ich es besser lesen. Ich öffne mich für die Veränderungen, die positiv für mich sind. Ja? Wenn du Veränderungen gerade hast in deinem Leben, dann sei dankbar dafür, ne? Sei auch dankbar für die negativen Erfahrungen, die du machst, ja, vielleicht mit Menschen, mit Freunden, mit Kollegen, ja, sieh immer das, was du daraus lernen durftest, ja, und sei dankbar dafür, verabschiede dich in Liebe und Dankbarkeit und manchmal muss man auch einfach dann weitergehen. Und ich helfe dir nun, diese negative Situation zu verlassen. Freude und Harmonie kehren nun wieder in dein Leben zurück. Du bist wertvoll und lobe dich für alles, was du geschafft hast. Ja, schaut mal. Also guck auch wirklich zurück, was du geschafft hast, was du gemacht hast. Vielleicht im letzten Jahr, vielleicht aber auch im letzten Monat oder in der letzten Woche. Ja, also stell dein Licht nicht unter den Scheffel, kommt mir da auch noch hier bei euch. Ja, vielleicht bist du auch immer jemand, der da so ein bisschen sich selber so schlecht redet oder auch schlecht denkt. Ja, also achte auch mal auf deine Gedanken. Ja, wunderbar. Ja, und dann gucken wir weiter. Was blockiert dich noch? Da habe ich nochmal eine Blockadenlöserkarte gezogen. Und da kommen die Seelenanteile zurückholen, ja. Da kommt wirklich jetzt nochmal was zurück, ja. Du kannst dich auch ganz bewusst mal mit deinen Seelenanteilen, also den verlorenen Seelenanteilen, verbinden. Ja, wenn du vielleicht meditierst, dann probier das mal aus. Dann kannst du auch, während du das tust, die Engel zur Unterstützung, also um Unterstützung bitten und einfach deine Seelenanteile, die verloren gegangen sind, wieder zu dir zurückholen, ja.
Das kannst du auch über das Ein- und Ausatmen machen. Wenn du die Engel vorher drum bittest, dann merkt man das schon sehr, sehr deutlich. Ja, und ich mache das wirklich immer so, wenn ihr wirklich dann komplett die Arme ausstreckt, man spürt das richtig, wenn das wieder zurückkommt, ne? So ein Anteil wieder zu dir. Ne? Die Seelenanteile, die spalten sich manchmal ab, wenn wir traumatische Erlebnisse haben, dann oder wirklich jetzt schlimme Erfahrungen, die wir erleben. Und dann spaltet sich manchmal so ein Seelenanteil ab. Und das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Ne? Bei dem einen muss das wirklich ein ganz schlimmes Erlebnis sein. Es gibt aber auch Menschen, da sind auch schon kleinere Erlebnisse für den so schlimm, dass da schon Seelenanteile sich zurückziehen. Und es macht immer Sinn, auch damit zu arbeiten und liebevoll damit umzugehen. Und bei euch tut sich da etwas in der nächsten Woche. Und wenn deine Seelenanteile zurückkommen, ne, was bei euch so sein soll, dann kommst du auch wieder mehr in deine Kraft und mehr von dir möchte wieder nach außen. Ne? Vielleicht spürst du das auch, dass da irgendwas kommt. Ne? Ich spüre das wirklich meistens immer schon vorher, dass da was kommt. Dann habe ich eine Raumkarte gezogen. Ah, und da zeigt sich bei euch der Eingangsbereich. Ganz, ganz wichtig. Das sind ja die Reinigungskarten, also Reinigung der Engel. Und die Karten wirken so, dass sie dann praktisch Räume reinigen. Deine echten Räume in deiner Wohnung. Und es gibt auch noch Karten in dem Set für virtuelle Räume. Hier geht es aber jetzt bei euch um den Eingangsbereich. Schutz und Energie kehren in diesen Raum zurück. Ja, ich habe jetzt die Karte für dich gezogen. Das heißt, die wirkt jetzt auch auf deinen Eingangsbereich deiner Wohnung. Ja. Oder deinem Haus. Wenn du die Karten hast, kannst du auch mal mit dem Eingangsbereich arbeiten, dass du den energetisch reinigst. Das ist dann wichtig. Und gerade im Eingangsbereich finde ich es auch super, um wirklich auch die Energien zu reinigen. Da wird, kann man auch Lichtduschen anbringen, dass wirklich die Energien von allen, die reinkommen, schon mal so abgefangen werden, gereinigt werden, ja. Finde ich ganz gut, das im Eingangsbereich zu tun. Ja? Oder aber, wenn du räucherst, gerade ich habe auch den Weihrauch bei euch stehen, ne? Das passt auch wieder ganz gut, könntest du zum Beispiel auch mal mit dem Weihrauch diesen Eingangsbereich eben reinigen. Ja? Wenn du Reiki machst, dann kannst du natürlich auch eine Reiki-Dusche anbringen im Eingangsbereich. Ja? Mit den Engelenergien arbeitest, kannst du auch mit Symbolen arbeiten. Ganz, ganz wirkungsvoll. Probier das mal aus, wenn du es noch nicht gemacht hast und fühl mal den Unterschied. Ja. Also das zeigt sich für euch nochmal. Und dann habe ich noch eine Karte gezogen für das goldene Licht. Ja, und schaut mal, da zeigt sich wieder meine Entwicklung. Also ich finde das wirklich krass. Also bei euch auf der linken Seite passiert da in der kommenden Woche wirklich viel. Da geht es wirklich um euch, weil auch die Seelenanteile zurückkommen. Hier kommt wieder meine Entwicklung und ich übernehme Verantwortung für mich. Ja, vielleicht merkst du auch, dass du besser Grenzen setzen kannst, dass du einfach mehr zu dir stehst, dass du mehr in deine Mitte kommst. Also da fühle ich so einen ganzen großen Schritt nach vorne. Was das angeht. Also fühlt sich wirklich ganz danach an. Und ich kriege jetzt den Impuls, euch noch eine Karte für den Beruf zu ziehen. Das werde ich tun. Die muss ich nur mal gerade holen. So, da bin ich wieder. Und jetzt habe ich die Flow-Karten noch geholt und ziehe euch noch eine Karte für den Beruf. Ja, und da kommt auch noch mal, spüre die Magie. Ja, lass deine alten Vorstellungen los und wunderbare magische Zeiten kommen in dein Leben. Lebe den Zauber des Moments und die Leidenschaft für deine Projekte und deine Einzigartigkeit. Ne? Es ist wirklich auch, wirklich, da geht was vorwärts. Ja, wenn du beruflich was hast, ein Projekt vorhast, wenn du vielleicht gerade noch ein Vorstellungsgespräch hast, wenn du Projekte machen willst, alleine oder mit anderen, das steht jetzt wirklich unter einem guten Stern. Also lass dich da auch drauf ein. Und auch wenn du arbeitslos bist, vielleicht kann es sein, dass da jetzt wirklich sich auch was tut, ne? Dass du da wirklich einen passenden Job auch finden kannst, der dich da weiterbringt und in dem du dich auch wohlfühlst. Ne? Das ist ja auch immer das Wichtige, dass du dich wohlfühlst, gerade auch an der Arbeit, ne? Wo man ja dann doch ziemlich viel Zeit verbringt. Ja, also da die linke Seite fühlt sich super an, richtig cool.
Leg die Karten mal dahin, dann machen wir dann weiter und dann gucken wir mal auf der rechten Seite. Und bei euch ist der Erzengel Metatron. Wow, wunderschön. Ich erkenne meine Vision und erhalte Impulse für den nächsten Schritt. Ja? Und oben steht noch die Botschaft, ich bin jetzt zu dir gekommen, um dich zu unterstützen. Ich helfe dir bei deiner Transformation, die nun sehr aktiv bei dir stattfindet. Deine Seele kommt nun mehr und mehr in Balance. Vertraue. Ja? Also wunderschöne Botschaft auch, Erzengel Metatron. Da geht es auch wirklich jetzt um eine Transformation. Ne? Also es tut sich viel und man merkt das sowieso auch, finde ich, an den Energien, ne, die sehr stark spürbar sind. Und jetzt gucken wir mal, was sich bei dir noch zeigt, was dich blockiert. Und da kommt ein Konflikt. Vielleicht hast du einen Konflikt gehabt mit jemandem aus deinem Umfeld. Vielleicht hast du Konflikt in dir drin, mit dir selber, ne, mit alten Themen. Das kann jetzt auch gemeint sein. Kann sein, dass du diesen Konflikt nochmal spürst in der kommenden Woche, vielleicht auch eben an den Portaltagen. Ne? Denk dran, 9. und 12., da zeigen sich ja solche Themen immer manchmal noch gerne. Wenn an den Tagen was hochkommt, dann schau dir auch gerne das Portaltage-Orakel nochmal an. Das kann sein, dass sich da noch was zeigt. Ihr habt ja auch die Orgonit-Rose hier liegen, das steht ja für Selbstliebe. Ne? Also guck auch wirklich, dass du dann auch bei dir bleibst. Und für euch habe ich auch einen Raum gezogen, den ihr euch anschauen dürft, energetisch. Und das ist bei euch das Badezimmer. Ja? Entspannung und Erholung kehren in diesen Raum zurück. Ja? Dann kümmere dich mal um dein Badezimmer. Es ist jetzt schon aktiviert, die Energie, ja? Da energetisch zu wirken für dein Badezimmer. Wenn du innerlich dein Einverständnis dafür gibst, dann wird das geschehen, einfach auch über dieses Video. Und wenn du aber auch Räucherwerk hast, kannst du auch das Badezimmer zum Beispiel mal reinigen oder energetisch daran arbeiten. Ne? Dann haben wir das goldene Licht der Engel. Ja, und da kommt die Harmonie, die zurückkehrt. Positive Lösungen werden sichtbar. Also in der kommenden Woche zeigt sich dann auch eine Lösung für euch. Vielleicht auch für den Konflikt, der da angezeigt ist. Ja. Ich spüre aber bei euch hier auf der rechten Seite, das ist für euch. Ne. Reflektier da auch wirklich so dein Anteil, den du hast. Oder aber auch, dass du einfach mehr zu dir stehen darfst, ne, und einfach Dinge machst. Also ich habe das Gefühl, bei euch hier, ihr lernt wirklich was dazu. Da war schon mal so eine ähnliche Situation vor einer Weile, die noch gar nicht so lange her ist. Und jetzt bist du eine Stufe weiter. Also das spüre ich bei euch sehr, 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 sehr stark. Und du wirst merken, selbst wenn dieser Konflikt noch da ist, er wird dich nicht mehr so sehr belasten, wie es vielleicht sonst war. Ne, das spüre ich ganz deutlich bei euch hier auf der rechten Seite. Du bist da schon eine Stufe weiter. Und auch für euch ziehe ich jetzt noch eine Karte für das Berufliche. Ja, das ist ja auch super. Liebe, was du tust oder ändere es. Ne? Das ist wie das Englische Love it, change it or leave it. Guck mal in deinem Beruf, ob du da noch an der richtigen Stelle bist. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Also wenn du noch in einem Job bist, der dir nicht gefällt, wenn da vielleicht Menschen sind, die dir nicht gefallen, wenn du immer wieder Konflikte mit deinem Chef vielleicht hast, dann versuch mal, die Dinge entweder anders zu sehen, dass es dich nicht mehr belastet, oder dass du wirklich was änderst, ja. Jetzt in der jetzigen Zeit ist es natürlich auch schwierig, einen Job zu wechseln. Wobei ich auch immer sage, es ist nur schwierig, wenn du sagst, es ist schwierig. Ne? Im Endeffekt gibt es immer eine Lösung, es gibt immer eine Veränderungsmöglichkeit. Wichtig ist, dass man halt einfach losgeht. Es ist jetzt Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Du entscheidest ab jetzt, welchen Weg du gehen willst. Auch wenn andere in deinem Umfeld nicht verstehen können, welchen Weg du gerade eingeschlagen hast, rechtfertige dich nicht für deinen Weg. Er ist dein individueller Weg. Stehe dazu. Diese Karte gibt dir die nötige Kraft. Ja, also ist auch nochmal so ein Ding. Du hast die Kraft jetzt auch für eine Veränderung. Und wenn du
vielleicht dich auch selbstständig machen willst, wenn du schon mehrere Jahre jetzt zweigleisig vielleicht gefahren bist im Job und warst nebenbei ja selbstständig und wolltest immer gerne komplett in die Selbstständigkeit gehen, ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, da abzuspringen, ne? Man muss auch manchmal dann einfach, wenn man eine Weile das zweigleisig gemacht hat, auch ja einfach dann springen, ne? Ganz springen. Und dann ist es meistens auch so, dass dann auch die Selbstständigkeit einen Schritt nach vorne macht, auf jeden Fall. Na, aber ich sage immer, was keinen Sinn macht, wenn du dich selbstständig machen willst und bist noch jetzt im Angestelltenverhältnis, dann wirklich einfach zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, den Job zu kündigen, einfach so aufs Blaue hinaus, das macht natürlich keinen Sinn und das ist damit auch nicht gemeint. Ja, also immer auch so ein bisschen. Ja, mitdenken, was das angeht, ne? Also keine blöden Entscheidungen treffen, aber es ist definitiv, geht es in die Richtung, dass du da Verantwortung auf jeden Fall übernehmen sollst für deinen Job. Ja, wunderbar. Ja, und jetzt darfst du dir noch eine Frage stellen. Und zwar arbeite ich da auch noch mal mit den neuen Karten und ziehe uns mal einen Erzengel dazu. Und den würde ich dann auch würfeln, praktisch mit dem neuen Würfel, der dabei ist. Und ja, stell dir einfach deine Frage, welcher Engel dich da unterstützen darf für dein Thema. Stell einfach mal deine Frage innerlich. Und ich mache euch dann noch eine kleine Übertragung dazu. Das war jetzt die 7. Haben wir gewürfelt. Jetzt gucken wir mal, welcher Erzengel das ist. Wieder alle durcheinander hier in meiner Kiste. Das dauert einen Moment. So, da ist er schon. Und das ist so passend. Erzengel Zadkiel, ne? Das ist natürlich immer gut für alle Sachen, ne? Egal jetzt eigentlich, wo du deine Frage gestellt hast. Erzengel Zadkiel ist natürlich super gut für, ja, für alles, ja. Und da hast du die Botschaft, ich betrete nun eine neue Stufe meines Seins und ich bin bereit. Ja, übergebe mir all deine Sorgen und Ängste und ich werde sie für dich transformieren. Du bist in Sicherheit geführt und getragen und alles wird gut ausgehen. Wow, mega. Ja, ich hatte am Anfang gesagt, ich arbeite mit der Raphael-Pyramide, aber jetzt, da ich den Zadkiel gezogen habe, da nehme ich natürlich auch mal die Zadkiel-Pyramide dazu. Das ist diese und werde mit der arbeiten. Ja, dann haben wir noch mal mehr die Energie von dem Zadkiel dabei. Und ja, du kannst dich entspannen. Geht schon gut los, wenn ich husten muss. Ja, entspann dich und guck mal, wenn du so ausatmest, wo bist du vielleicht noch angespannt, wenn du jetzt an dein Thema denkst? Wo spürst du es im Körper? Und leg gerne mal deine linke Hand auf dein Herzchakra. Und spür mal, wie die Energie jetzt über deine Hand in dein Energiesystem fließt und du genau die Energie bekommst, die dir bei deinem Thema hilft. Und vielleicht spürst du auch eine Wärme in dir aufsteigen. Vielleicht kannst du auch die Farbe von Zadkiel wahrnehmen, so ein violettes Flackern, ja. Oder vielleicht spürst du auch einfach nur, dass er an deinem Energiefeld arbeitet. Lass die Energie noch einen Moment fließen. Vielleicht
Vielleicht bekommst du auch Impulse zu deinem Thema, das kann auch sein. Ja, und dann nimm wieder einen tiefen Atemzug und komm wieder hier in den Raum zurück. Manchmal ist es auch so, dass man nach der Energieübertragung später noch Impulse bekommt. Es kann sein, dass du da noch Antworten kriegst. Oder aber im Laufe der Woche kannst du natürlich dieses Video hier immer noch mal dazu nutzen, wenn du andere Fragen hast. Dann würde automatisch dann diese Energie in deine andere Frage reinfließen. Ja, also das könnt ihr auch immer gerne machen. So, ihr Lieben, da sind wir schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, du hast die nötigen Impulse bekommen für die kommende Woche und schreib mir auch gerne in die Kommentare rein, wie du die Energieübertragung wahrgenommen hast. Interessiert mich immer sehr. Oder schreib mir eine persönliche Nachricht, wenn du es nicht in die Kommentare schreiben möchtest. Und ja, melde dich gern bei der Energie der Engel an. Ich freue mich auf dich, wenn du dabei bist. Und komm auch zu Instagram, da gibt es jeden Tag auch Tagesbotschaften in der Story oder auch zu Telegram, wenn du möchtest. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und bis ganz bald. Tschüss! Andere sagen, du kennst den Weg. Verstecke dich nicht, komm und sei das Licht.